Der Gastgeber, die Sage aller deutschen Nationalitäten-Selbstverwaltung, geleitet vom Vorsitzenden Herrn Janosch Ritterwald, verwöhnte die Gäste mit einem vielfältigen Programm, in dem neben dem Besuch der örtlichen katholischen Kirche ein Orgelkonzert und auch die Besichtigung des ungarndeutschen Dorfmuseums stand. Das Programm krönte ein gemeinsames Mittagessen, wo die Gäste lockere Gespräche mit Musik, vorgetragen von zwei Musikern aus den Kreisen der Gäste, führen konnten. Wir sind herzlich gern der Einladung gefolgt. Ich bin Bürgermeisterin der Stadt Zeil-Fennersdorf in Sachsen. Und wir haben das 15-jährige Partnerschaftsjubiläum mit der Nachbargemeinde Utvari gefeiert. Am gestrigen Tag schon, an dann diesem Wochenende. Und das war unser Anlass, hierher zu kommen. Und uns verbindet auch schon viele, viele Jahre eine herzliche Partnerschaft mit Sagadal. Man soll nicht auf alles hören und auch nicht alles glauben, was verbreitet wird, und sich seine eigene Meinung bilden. Und ich empfinde jedes Mal, und ich komme schon viele Jahre hierher, immer eine überwältigende Gastfreundschaft, eine Herzlichkeit, ganz, ganz, ganz viele liebe Menschen und auch immer wieder viele Neuigkeiten, die wir erfahren. Und das große politische Geschäft, das ist manchmal schwierig, und deshalb halte ich es besonders für ganz, ganz wichtig, dass sich die Menschen begegnen, die Menschen sich verstehen, man miteinander spricht, Musik macht, miteinander tanzt und zusammen diese Freundschaften lebt. Und ja, ich bin auch sehr, sehr nachdenklich. Ich bin in der DDR groß geworden, und da gab es die deutsch-sowjetische Freundschaft, und jetzt plötzlich soll Herr Putin der böse Wolf sein. Und so geht es uns auch mit anderen Ländern, anderen Politikern. Wir leben das von Herzen, wir vertrauen den Menschen, denen wir begegnen. Und ja, das ganz große staatspolitische Geschäft und die Botschafter, sie machen ihren Job, aus welchen Gründen auch immer. Ich denke, es ist sehr viel Geld und Macht im Spiel, und das verdirbt den Charakter. Und da wir nicht so viel Macht und nicht so viel Geld haben, sind wir miteinander verbunden. Wir müssen morgen schon leider wieder nach Hause fahren. Wir sind am Donnerstagnacht angekommen. Die Zeit ist immer zu kurz, aber es wird heute noch einen Abschiedsabend geben in Utvari. Und dann werden wir viele, viele Wochen alles Revue passieren lassen, nachwirken lassen. Und wir bereiten dann schon wieder die nächsten Dinge vor, uns schon aus historischer und familiärer Sicht der bei uns lebenden Menschen berührt uns das Schicksal der evangelischen Kirche in Utvari so, dass sie in so einem bedauerlichen Zustand ist. Und wir haben vor zwei Wochen in Zeil-Fennersdorf ein Benefizkonzert gemacht. Die Musiker Andreas und Petra sind ja auch mit hierher gekommen, haben den Beifall mitgebracht und auch eine Spende. Und wir wollen versuchen, das Unmögliche möglich zu machen und zu helfen, ohne dass wir etwas festlegen wollen. Wir wollen einfach nur Hilfe anbieten, damit man sich so wie heute hier in Sagadal, ich habe so beeindruckt von dem Konzert und der Organist und die Orgel, eine kleine Orgel und Bach, es war so überwältigend, und das sind unvergessliche Erlebnisse. Ganz viel Verbundenheit, ganz viel Geschichte, ganz viel Herzlichkeit und die Gastfreundschaft, das ist überwältigend. Das versuchen wir in Deutschland auch immer, aber wir können hier uns nicht messen. Also das geht viel, viel tiefer im Herz.